Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In den letzten zwei Folgen haben wir das Alpha Centauri gebaut, oder den Alpha Centauri, das Riesenraumschiff, das uns durch das Weltraum schicken soll und uns eine multiplanetare Reisen erfolgen soll. Und unser erstes Raumschiff außerdem ist, das dauerhaft im Weltraum ist. Bedeutet nicht eine Mission abschließend und somit auch wieder weg vom Fenster ist, sondern befüllt wird, betankt wird, repariert wird. Und dann wieder in den Einsatz geht. Auf verschiedenste Planeten. Die Idee dahinter ist, dass wir in Zukunft nicht so viele Raketen bauen müssen, für die wir neu planen müssen, sondern dass wir ein, zwei große Hauptschiffe haben, die uns von A nach B bringen. So, wir fliegen gleich mal hier. Das müssen wir jetzt dann auch alles überarbeiten. Es gibt ein paar neue Mods bald, hoffentlich, die sich darum kümmern. Dann wird auch wieder ein neues Mod-Update auf die Webseite geschoben. Aber dadurch, dass ich aktuell auch Internet-Updates habe, bedeutet, ich habe aktuell eine 250 Mbit-Leitung. Richtig schnieke, halt über Funk, also 5G für den Masten und alles. Aber immerhin 250 Mbit pro Sekunde alleine. Steam-Downloads 10 Mbit pro Sekunde. Das ist für mich schon ein Himmel auf Erden hier. So, ich bin mal gespannt, was unsere Zentrale, our Manstation, sagt. What the... was ist das? Ihr habt das Rote auch gesehen, oder? Hallo, Manstation. Wie geht's dir? Dafür muss ich... Ich habe schon... Das ist schon zu lang drin. Ah, was ich auch vergessen habe zu sagen. Wir sind schon seit der Woche in der 1.11. Das Modpack habe ich auf die... Konnte man auf die 1.11 upgraden. Von allem Zeichen hier. Und das habe ich jetzt auch einfach mal gemacht. Kerbal Construct, das müsste das hier sein. Nee, das ist irgendwas anderes. Du bist Kerbal Construct. Nee. Da, hier. Select Craft. What the fuck ist das denn? Alpha Centauri. Laden. Okay. Also, wir brauchen Rocket Parts. 49.566. Holy shit. Wir haben gerade mal 1000 auf der Station. Da müsste ich was Neues andocken. Alter, schaut euch, was da alles drin ist. Bedeutet, da ja die Idee ein bisschen anders ist wie sonst, wir brauchen eine Mini-Konstruktionsbase um Kerbin rum, die nur für diesen Auftrag da ist. Da werden Techniker hochgeschickt, wie Masse, die dann nur an diesem Teil bauen. Danach wird die Space Station wieder auf dem, oder die Construction Station wieder auf Kerbin geschickt, beziehungsweise vernichtet. Und dann schwebt das Teil alleine da oben rum, bis es voll getankt ist und wird dann als erste Großmission sich zum Mann begeben. Dort erstmal ein bisschen hovern, Tiefflüge machen, Operationen durchführen, halt ein bisschen Tests, dann zu Minimus weiterfliegen, wieder zurück zu Kerbin, aufgetankt werden. Oder wir tun die auf Minimus lassen, weil da ist natürlich der Start noch einfacher teilweise. Und von dort aus dann Richtung Duna fliegen und schauen, dass wir halt zurückkommen. Ansonsten haben wir ein bisschen was vertan für ein Raumschiff, was irgendwo fliegt, wo wir es nicht brauchen. Aber das ist aktuell der Plan. Flickering Correction is active. New Camera, okay. Unsere Station schaut immer noch, also echt geil aus. Jetzt haben wir noch 11 FPS um die Station rum, aber da haben wir was Geiles hingezaubert. Das muss ich schon lassen. Die Station ist und bleibt ein echtes Schmuckstück. 15 hier, 15 da. Hier sind so Bauroboter noch dran. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wie wir das Ganze hochgezogen haben. Das war natürlich schon heftig. So, wir wissen aber, wir brauchen mindestens 50.000 muss ich mindestens hochschicken. Bedeutet, wir gehen mal zurück zum Weltraumzentrum. Weil hier, wie gesagt, Mann ist jetzt für erstes, alles was aktuell bei Mann schon ist, Mann Station, alles Mann, Base und alles, ist ein bisschen außen vor, wegen halt den Bugs. Bedeutet, ich muss da kurz gucken, warum rutschen wir die ganze Zeit, warum sind unsere Basen kaputt gegangen. Ich habe da außerdem eine Base draufstehen aktuell, eine aus einem Teil bestehende, es hat zwar Dockingports dazwischen, aber rein theoretisch habe ich die als eins mal hochgehackt, ja, ich habe was hochgehackt, gecheatet, besser gesagt,
um halt zu schauen, was passiert. Und die rutscht trotzdem. Die hat anpassbare Beine dran, alles drum und dran. Und trotzdem rutscht das Ding mir hoch und runter, wie als ob es im Rotbezirk in Hamburg ist. Was natürlich uncool ist, weil wie zur Hölle soll ich ihn dann im Unbase bauen, wenn alles rumrutscht? Ich werde jetzt noch ein, zwei andere Sachen ausprobieren, wie man im Unbase baut. Und je nachdem werde ich halt unsere Station dann herrichten, damit sie wieder auf den alten Stand mindestens kommt und vielleicht ein, zwei Sachen hinzugefügt werden. Die werden dann aber legit hochgeflogen. Was mir jetzt gerade nur darum geht, herauszufinden, okay, woher kommt der Fehler? So, jetzt aber kommt der lustige Teil. Wir müssen herausfinden, wie viel in dieser Welt, bitteschön, 50.000 Rocket Parts sind, welche Masse wir da haben. Dafür muss ich unser schönes Teil finden. Wir haben hier irgendwo, und das ist immer der tollste Teil, weil ich finde es nie, das ist eine Nosecone. Ladung, nee, Hilfsmittel vielleicht, hier drunter vielleicht irgendwo. Es gibt von, ja hier, das müsste das Launchpad Tank, so, das hier. Das hat jetzt Erz in sich, aber das können wir gleich ändern. Na, warte mal, das ist was anderes. Ore, Metal, Rocket Parts. Wir brauchen 50.000 Rocket Parts. Wir ändern mal den Diameter, wir machen mal einen 5 Meter Teil hier draus. Okay, okay. Es kommt schon mal zusammen. 4.000, 6.000. Oh Gott, 11.000. Holy shit. Also, ich mag mal anmerken, das ist kein kleines Teil mehr. Und das müssen wir hochkriegen. Das muss fliegen. Hallo? Wir sind bei 22.000. Ich tue auf 6 Meter erweitern. 30.000. 35.000. Ich will doch nur ein Raumschiff bauen. Okay, mit ein bisschen Puffer. 54.000. Wie viel wiegt das? Pff. 221 Tonnen. Oh, scheiße. Allein den Aufzug, also selbst wenn ich den hochschicke und dann auffülle, das dauert ja ewig. Und die ganzen Manövers. Oh, Gottes Willen. Okay. Wir schauen uns mal ganz simpel an, wie viel... da geht meine Stimme flöten. Wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier solche Tanks dran, dann geben wir hier die größten Tanks... Alter, wir haben hier... gefühlt keine normalen Tanks, wir hatten keine großen Tanks mehr bekommen, kann das sein? Ist das alles, was wir besitzen? Oh, holy. Wenn wir jetzt sagen, so, okay, wir bauen ein Trägerteil. Das ist das Trägerteil. Gott, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich das sehe. Oi, 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 oi. Und drunter müssen jetzt Triebwerke. Das könnte gleich der allgemeine Horror werden. Diese Triebwerke müssen funktionieren. Ja, das könnte uncool werden. So, du hast 1500 MS Schub. Ein Triebwerk. Wir haben hier insgesamt... Ein SGV von 0,99. Wieso war mir denn klar, dass genau... What the shit? Habe ich irgendwas umgestellt? Nee, habe ich nicht, ne? Was wir aber auch probieren können, wir haben ja hier... wir haben natürlich die Möglichkeit, Teile zu nehmen. Hier, so die hier zum Beispiel. Die an unsere Größe anpassen. Wenn sie wollen halt, ne? Das ist immer die andere Sache. So, das ist jetzt... kein kleines Triebwerk mehr. Das sind insgesamt 2878 MS und hat 1,88. Es ist möglich. Es ist möglich. Ob ich das will, ist eine ganz andere Sache. Oh, Scheiße.
Ist das eklig, ey, Unehre, unehrenhaft. Oh. Vor allem, ihr müsst euch natürlich geben, diese Teile müssen dann detached werden. Bedeutet. Alter, wie viel das sind. Oh. Yo, das sind 8 einzelne Raketen außenrum, macht 16 Triebwerke. Die einen so einen beschissenen Tank in die Umlaufbahn schicken sollen. Ey, was ist das denn? Wir machen trotzdem nochmal Meereshöhe-Tests. Ne, das schaut gut aus. Was natürlich hier ein bisschen gefährlich ausschaut, ist das hier oben. Das werden wir jetzt auch bereinigen. Der kriegt seinen eigenen Schutztank unten dran. Natürlich in der richtigen Größe. Nein, nicht nochmal sowas. Bitte, nein. Dankeschön. Da drin kommen Draco's Thrusters, weil solche haben wir ja. Aber das sind RCS jetzt die Wesenden, ne? Wir wollen die normalen. Na, warte mal, das passt jetzt gerade nicht. Dann nehmen wir die größeren Tank. Alter, wenn es schon leckt, was schon im Kerbal Space Center. Dann weißt du schon, was schief ist. Wir brauchen Kopplung. Natürlich Vollausstattung für den Test. Wir wissen nicht, was passiert. Das ist gerade der eigentliche Horror. Wir wissen nicht, was passiert. Es könnte uns original gleich alles um die Ohren fliegen. So, und oben kommt natürlich noch ein Fallschirm dran. Im Grunde soll das Teil nicht am Ende, also das wird so oder so dranbleiben, weil das fliegt dann zurück. Das macht einen Rückflug zu Körben. So oder so. Wir brauchen, wo war es denn hier? Irgendwo müssen die sein. Wo sind denn die Fallschirme? Da. Das muss vollkommen reichen, dass da oben die kappelt sich eh komplett. Jetzt brauchen wir einen passenden Adapter noch. Oh. Da wird natürlich jetzt die Nutzlast angepasst. Dann nehmen wir einen Liquid Tank und machen den zu einem Cone. Botten auf 6 Meter ausweiten. Oh Gott. Ach Gott, das kann nicht gut enden. Man sieht auch, dass das Spiel schon leckt. Er kommt mit diesen Procedural-Größen überhaupt nicht klar. Er denkt sich so einfach, ey, du hast so einen Arsch offen. Du hast so einen Arsch offen. 2,5 waren die Teile, ne? 3. 4. 5. Okay, und dann noch Länge auf 2 Meter verlängern. Was wir jetzt machen, sind noch Tankkabel verlegen. Wo waren denn die? Ganz oben, ne? Oh, hier oben wieder. Die sagen, okay, wisst ihr was? Ihr könnt von hier nach da ziehen. Oh Gott, das will. Das ist nur ein Testflug. Ich wiederhole. Nur ein Testflug. Der Teil wird dann abgekoppelt mit dem Teil zusammen. Und das ist die letzte Stage, die hier passiert ist. Das die Kappeln und dann das die Kappeln. So. Das ist der Xentopler-Fanat. So nennen wir den einfach mal. Speichern. Der hat jetzt einen gesamten 1236 Tonnen. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Das wird ungut. Oh, das wird schon ungut. Oh, das wird ungut. Oh, ho, ho. Hui. Ich habe gerade im Kopf diese Vorstellung, diese 1000 Tonnen auf so einem Betonboden.
Ich sehe nur diesen Betonbund links und rechts so, ich bin weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Nee, damit, das tue ich mir nicht an. Oh Gott, Gott, oh Gott. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Oh Gott, ich sag's. Das ist der pure Horror. Was ist passiert? Meine Uhr reagiert auch gefühlt auf alles. Was ist in letzter Zeit los, dass die ganzen roten, dass immer wieder was Rotes aufblinkt? Oh Gott. Okay, es ist zwar dunkel, aber ich glaube, das ist. Oh Gott. Es leckt. Irgendwo ist es explodiert. Es fliegt. Das ist erstaunlich. Und es fliegt gut. Wir schauen mal, wie hoch wir kommen. Als ob wir schon so schnell sind. Yo! What? Ey, ich wollte es eigentlich nur testen, aber wenn das in Orbit geht... Ah nee, scheiße, wir haben keinen Anlaufpunkt. Wo soll ich denn die Construction Bay hinbauen? Weil ich würde dann auf der Unterseite dort den Construction Port hinbauen, dass der schon direkt dabei ist. Alter, da hast du nur gemerkt, wie es leckt. Also wir gehen jetzt schon mal in einen relativ flachen Flug. Guck mal, ich glaube, hier geht die Sonne auf oder unter. Eins von beiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wir haben jetzt schon 1000 Meter pro Sekunde drauf. Hallo? 5-3er SGV, what? Vielleicht sollten wir dann einzelne Antriebe, also erstmal zum Beispiel die oberen, dann links, rechts und dann die seitlichen weglassen. Damit sollten wir gut vorankommen immer. Wir brennen. In der Atmosphäre. What's wrong here? Alter, was? What the fuck? Okay, das ist unerwartet. Das ist echt unerwartet, dass das so heftig burnt. Wir sind fast in einem Ort. Okay, Abbruch. Erstens wird es gerade brutal heiß. Außerdem sind wir fast in einem Orbit und das müssen wir verhindern. Wie oft kann ich die burnen? Ich weiß es gar nicht. 11 Zündungen haben die. Und Vollboost. Die haben auch gleich einen guten FGV gerade, ja, einen 2er. Bedeutet, wir geben uns jetzt direkt auf den Rückflug, wir tun uns den Hagel da oben nicht an. Alter, what? Das war jetzt ehrlich gesagt unerwartet. Wenn wir das ein bisschen tweaken, dann fliegt das echt bis nach oben.
Wie gesagt, das ist ja sozusagen wie beim Trunk von, also das ist ja wie SpaceX im Grundaufbau, die haben hier einen Trunk mit Flugteilen und alles, und hier oben die Bay, bloß dass hier halt ein Dockingport normalerweise ist, bei mir sind sie halt die Fallschirme. Wir sind jetzt gerade echt, Alter, das gibt's nicht. Zurück! Übertreiben wollen die jetzt eigentlich nicht. Alter, zwei solche fetten Teile oben andocken. Überleg mal, was du für riesige Raumschiffe bauen kannst. Alter, oder was du an Lagerkapazität alleine brauchst. Du musst immer wieder so eine Rakete hochschicken, nur mit Tonnen teilen, damit es irgendwie funktioniert. So, okay, wir sind aber auch wieder bald auf dem Rückflug mit dem Teil, im Gegensatz zu den anderen Teilen, die noch immer auf dem Backflug sind. So. Ich habe offiziell gleich den Trunk verbraucht. So, okay, das Teil ist abgedockt. Jetzt geht's. Ihr seht jetzt wahrscheinlich leider wenig, aber ja, das ist leider nun mal gerade so. Wo waren hier nochmal Lights on? Lichter an. Ich will vorspielen, Jungs. So, okay. Und wieder zurück auf die Erde. Passiert da, häng ich? Hängt das Spiel? Mich würde es ja nicht wundern, wenn das Spiel einfach sterben würde, gerade bei den Sachen, die ich gemacht habe. Alter, ihr fliegt jetzt irgendwo. Warte mal, das ist Müll. Oh, es leckt einfach. Ihr fliegt jetzt irgendwo. Befenster. Duna LRS-Lieferer. Wo sind die Teile, die ich gerade benutzt habe? Xenatur. Wo sind die? Alter, what? Xentauri Beta Trümmer. Was ist nochmal Xentauri Beta? Ich weiß es nicht mehr. Xentopie. Alter, die haben noch voll die Flugweite. Alter, durch den Müll an dir rumfliegt. Ups. Habe ich. Alter, allein der normale Orbit ist so bummvoll. Das kann ich auch keinem erklären, was ich hier gemacht habe. Herr Richter, ich habe nichts gemacht. Alter Scheiße. So, okay. Wir sollten schon wieder voll auf dem Wiedereintritt sein. Jo. Der ist auch dezent leise, der Wiedereintritt. Fallschirm. 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 Wollte schon sagen, der Fallschirm öffnet jetzt gar nicht mehr. Hui. Also unsere Ellen, Antnus und Haidara, alles drei Piloten, haben... Alter, warum schicke ich eigentlich drei Piloten mit auf den Testflug? Jo. Was macht ihr heute? Ja, wir haben heute drei Testpiloten einfach mal auf einen Testflug geschickt, der eigentlich zum Tode verurteilt war. Aber ja, hey, hat super funktioniert. Kann mir jemand sagen, warum das so gut funktioniert hat? Ich habe das echt anders. Aber dann müsste rein theoretisch unsere Rakete, hier, also das Raumschiff, unser großes, mega gut funktionieren. So wie ich es mir vorstelle, weil das ist dann im Orbit und hat, oh Gott, den Tank auffüllen. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich muss ja den Tank von dem Flugzeug... Oh. Ich muss den ganzen Tank hier auffüllen. Also nicht nur die... Gibt es da einen schnellen Übertrager oder sowas? So einen Übertragungsmod? Ja, ich kenne das. Das ist jetzt halt, weil wir gerade das Dings gewechselt haben. Die Version. Physic Range Extender habe ich natürlich auch und alles. So. Also das war, dafür müssen wir eigentlich Wissenschaftspunkte kriegen, weil allein diese risky Manövers machen, ey, das war ja schon was. So, Weltraumschiff, Bergen.
Alter Leute, das war für mich jetzt gerade mega Hype. Es war mega geil. Ich hoffe, es gefallen mir. Ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir wahrscheinlich so einen Teil in den Orbit schicken. Ich werde es noch ein bisschen verfeinern und dann werden wir die Flüge machen. Ich denke mal, wir werden wirklich zwei an der Zahl nach oben schicken. Obwohl, wir brauchen nur eins. Aber wir müssen dann noch Konstruktionsbay hochschicken und ein bisschen Nahrung. Ansonsten geht das Ding ja auch unter. Und natürlich die Astronauten hochschicken. Und dann muss das Teil gebaut werden. Das kann ein paar Jahre dauern, gefühlt im Ingame. Was wir überlegen können, wo fliegen wir hin? Duna wäre natürlich so das prädestinierteste Ziel. Aber gibt es irgendwas, was einfacher ist wie Duna? Bestimmt. Bestimmt. Ich weiß es bloß gerade nicht mehr auswendig. Lasst es mal in den Kommentaren stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Obwohl, wenn ihr die Folge seht, drehe ich, glaube ich, gerade die nächsten drei Folgen. Aber wer weiß, ob wir dann überhaupt schon das Raumschiff haben. Aber lasst es unbedingt mal in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.